Gut, hallo Gabriel, willkommen zu diesem Interview zu deiner persönlichen familiären Situation. Hallo Sandro, danke. Freut mich, dass du da bist, vielen Dank. Und erzähl doch mal kurz, wo wohnst du denn? Ich wohne in der Schweiz, in Solothurn. Das ist so zwischen Basel, Zürich, Bern in der Mitte ungefähr. Und du hast wie viele Kinder? Ich habe einen Sohn. Ein Sohn, und wo wohnt der? Der wohnt bei der Mutter in Bern, im Kanton Bern. Okay, wie weit ist es auseinander? Das ist circa 30 Kilometer, 40 Kilometer so. Und hast du ein Auto oder fährst du die mit der Bahn? Ich fahre manchmal mit der Bahn, musste ich mal, sonst miete ich mir ein Auto. Okay, wie lange bist du da unterwegs? In letzter Zeit ging es ein bisschen länger, weil man hat das veranlasst, dass ich meinen Sohn besuchen kann. Irgendwo in einem Kaff mitten im Emmental, wo der Emmentaler Käse herkommt in der Schweiz. Lass uns da nachher noch drauf Da. eingehen, aber normalerweise, wenn du deinen Sohn abholst, wie lang ist die Fahrt für dich? Normalerweise 10 Minuten maximal Okay. und jetzt ging es eine halbe Stunde Okay. Das ist ja nicht in die dieses Welt. Kaff. Und siehst du deinen Sohn zurzeit? Jetzt gerade nicht, nein, seit 2 Monaten nicht. Seit 2 Monaten siehst du nicht, und wieso? Weil es da Meinungsverschiedenheiten gab mit dieser Institution, also den Angestellten dieser Institution, wo ich meinen Sohn besuchen durfte. Und die haben dann beschlossen, dass es jetzt nicht so schlimm ist, dass ich meinen Sohn nicht sehen darf. Ich muss einfach ihre angeblichen Regeln akzeptieren. So Regeln, die es vorher nicht gegeben hat, die einfach an diesem Tag plötzlich erfunden wurden. Okay, das heißt, du siehst deinen Sohn gerade nur unter betreuter Aufsicht. Ja, wenn überhaupt, ja. Und ansonsten Okay, sehe ich ihn dann gar lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Warum durftest du ihn nur unter betreuter Aufsicht sehen? nicht. Also das ist der Wunsch der Kindsmutter. Nachweislich hat sie das immer wieder zur Akte eingegeben, dass ich meinen Sohn nur unter Begleitung sehen soll. Okay, die Mutter wünscht, dass du euren gemeinsamen Sohn nur noch unter Begleitung siehst. Das heißt, hast du ihn geschlagen, hast du ihn sexuell missbraucht, hast du ihn im Drogen verabreicht, hast du irgendeine andere Straftat begangen? Nichts dergleichen, gar nichts. Das ist ja schwer zu glauben, weil du tatsächlich ja dann den begleiteten Umgang jetzt durchzuführen hast. Also muss doch was dran sein. Da ist gar nichts, da ist wirklich nur eine Strategie dahinter. Das ist eine Kooperation zwischen Anwalt, einem Spezialisten, der dieses Business genau kennt, die Kindsmutter, die mitmacht, weil sie finanziell profitiert davon, von der einseitigen Betreuung. Also die Unterhaltsbeiträge kassiert sie ja. Und die Behörden, die genau wissen, ja, das müssen wir jetzt verstärken, weil dann profitiert ja dieser ganze Industriezweig. Unsere Kollegen, die Also Psychiater. die Mutter, die sagt, ich will nicht mehr, dass mein Sohn frei mit seinem Vater beim Vater zu Hause Umgang hat. Genau, also sie hat das erreicht innerhalb von 4 Jahren, also 3,5 Jahre ist es gegangen, bis sie dieses Ziel erreicht hat. Wie gesagt, das sind gemeinsame Interessen zwischen Anwälten, Behörden Okay, lass und uns mal alle bei der Auftragnehmer. Mutter eures Sohnes bleiben. Wie hat sie es denn begründet? Also da gab es Diskussionen zwischen ihr und dem Kind. Unzufriedenheiten bei ihr. Da konnte sie einfach angeben, ja, der Vater ist schuld dafür, dass er jetzt ein bisschen schwierig tut. Also er hat jetzt eine eigene Meinung entwickelt. Ist ja jetzt 8 und er entwickelt eine Persönlichkeit. Und das wird dann für die Kindsmutter schwierig.
und er hat seine Bedürfnisse, die er klarer formuliert und klarer formulieren kann, also er kann sie ausdrücken und sich weigern und mal mitmachen und Grenzen ausprobieren. Und das stört die Kindsmutter, also sie möchte möglichst eine einfache Arbeit haben und ein Wort sagen und dann wird das umgesetzt. Also so diktatorisch einfach, das ist so der einfachste Weg für sie, möchte sie haben. Ist natürlich unmöglich, aber kenne ich meine Ex. Das ist jetzt deine Meinung, also alles, was du hier von dir gibst, ist deine Meinung. Und das ist dein Eindruck, dass dein Sohn, der ist 8 Jahre alt, der fängt jetzt an, auch mal der Mutter Paroli zu bieten und das gefällt der Mutter nicht, weil, ich nehme an, die Mutter möchte Kontrolle über ihr Kind haben und weil sie das nicht kann, ist der Vater schuld, dass der Sohn sich traut aufzumucken und deshalb muss der Vater bestraft werden mit begleitetem Umgang. Genau, genau. Also und, da geht es. Diese Logik, die kommt durch. Also nach 4 Jahren hat die Mutter mit diesem Ansinnen jetzt Erfolg. Jawohl. Ja, weil auch die Behörden, Mitarbeiter sie ja ständig dabei unterstützt haben. Also sie haben da Entscheide getroffen im Interesse dieses Konflikts. Um welche Behörde geht es da? Die KESB, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die ist in der Schweiz zuständig für Kinder und Erwachsene. Also da geht es um 3 Bereiche, den Kinderschutz. Ist bei euch jetzt speziell, in welchem Ort liegt die? Die ist im Emmental, die KESB im Emmental. Also die KESB im Emmental und jeder Kind, auch in Deutschland, den Emmentaler Käse, die scheint Käse zu fabrizieren. Genau, löchrigen Käse, also Bakterienfürze, da hohle Blasen, das verkauft diese Behörde. Ja. Gut, und die Mutter schafft es, indem sie Käse behauptet, die Emmentaler KESB dazu zu bringen, den Käse zu verkaufen. Und aber wie kann es sein? Es gibt doch Gesetze, es gibt doch auch vernünftige Menschen, die sagen, ein Kind braucht einen Vater oder will dein Sohn nicht zu dir? Nein, also mein Sohn hat überall zu verstehen gegeben, dass er gleich viel bei mir sein will wie bei der Mutter. Und das ist auch zu Protokoll gegeben, von den Ärzten aufgenommen worden, von der Kinderanwältin, die ich besorgt habe, von den Behörden selber. Also alle wissen es, dass es sein Wunsch ist und mein Wunsch ist, aber die Interessen der Kindsmutter sind halt andere. Und auch die Interessen dieser Auftragnehmer, die diese Gutachten machen müssen, die dann begleiten müssen, Psychiater, die Therapien machen müssen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Es gibt ein Gutachten. Es gibt Gutachten dazu, also da gibt es medizinische Berichte, und auch psychiatrische Gutachten über mich als Person. Also da wurden schon mehrere Gutachten gemacht. Jawohl, ja. Also sagen wir, es wurde ein psychologisches Gutachten gemacht. Ja. Und ein psychiatrisches. Psychologisches von einer Psychiaterin und 2 Erziehungsfähigkeit-Gutachten. Einmal nur von mir und vorher schon auch von der Kindsmutter und von mir. Okay, die Kindsmutter wurde auch begutachtet. Das war im 2015 oder 2016 wurde sie auch begutachtet. Ja, also das ist aber eine Wissenschaft für sich, da kann man auch Stunden füllen. Okay, was kam da raus in diesen Gutachten? Gab es da klare Ergebnisse? Also ganz klar, meine Seite wurde nicht berücksichtigt. Also alles, was ich da zu Protokoll gegeben habe. Was kam heraus in den Gutachten? Also wurde etwas empfohlen? Ich sag mal so, dass von meiner Seite her herauskam, dass die Mutter alles behaupten kann, wieder, also wiederkäuen kann, was schlecht über mich zu sagen
Okay, war meine da, Frage also, war, was sind die Ergebnisse der Gutachten? ja, dass die Mutter natürlich sehr toll ist und der Vater natürlich scheiße. Und warum ist der Vater schlecht? Ja, weil die Mutter es sagt. Okay, gibt's wissenschaftlich nachprüfbare Punkte in diesem Gutachten, wo du sagst, okay, kann ich verstehen, so bin ich und deshalb sollte ich meinen Sohn nur unter begleitetem Umgang sehen. Nein, das ist total unwissenschaftlich. Das ist totaler Das Quacksalber-Quatsch. kannst ja du nicht beurteilen, du bist ja kein Psychologe. Ja, nein, also ich habe das ja selbst also erfahren, also am eigenen Leib. Also das habe ich ja alles aufgezeichnet. Das erste Gespräch habe ich noch aufzeichnen können. Ich habe das vereinbart mit diesen Gutachtern, dass ich meine Aussagen aufzeichnen kann. Sie haben da mitgespielt. Rund eine Stunde habe ich Material. Dann kam von der Behörde die Anweisung, diese Aufzeichnung dürfe nicht stattfinden wegen Verletzung von der Privatsphäre. Ja, also ein behördlicher Auftrag, öffentlich-rechtlicher Auftrag, soll dann eine Verletzung der Privatsphäre darstellen, wenn ich das aufzeichne. Das ist natürlich falsch, aber das ist genau das Prinzip. Da dürfen keine Beweise, keine Nachvollziehbarkeit, keine wissenschaftliche Überprüfung soll da ermöglicht werden. Das heißt, schlicht und einfach, die Begutachter schreiben irgendwas, saugen sich irgendwas aus den Fingern und das soll dann ein Gutachten sein, ein Erziehungsfähigkeitsgutachten. Also das zweite Gespräch wurde dann abgebrochen, eben weil die Behörde den Gutachtern gesagt hat, das ist so nicht gewollt. Okay, Das du ist so. wolltest wieder aufnehmen und dann hat aber der Gutachter das Gespräch abgebrochen, weil die Behörde behauptet hat, du darfst es nicht aufnehmen. Ja, da kam Und ganz klar die das ist Anweisung. rechtmäßig? Ist es rechtmäßig, dass du es nicht aufnehmen darfst? Meiner Meinung nach natürlich nicht. Das macht Weil ja überhaupt keinen Sinn. in Deutschland gab es eine Entscheidung, dass es rechtmäßig ist, wenn du es aufnimmst. Genau, die Schweizer Gerichte wollen das nicht. Die wollen das nicht zugeben, dass da alles so intransparent und schädlich abgeht. Okay, Die wollen das nicht bestätigen. jetzt sind wir da in einem Detail und ich denke, viele, die hier zuhören, haben auch schon ein Gutachten über sich ergehen lassen und wissen, wie sinnlos die sind. Also es gibt ja verschiedene Untersuchungen. Manche sagen, dass bis 80% der Gutachten völlig unwissenschaftlich sind, in Deutschland zumindest. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Lass uns noch mal einen Schritt zurücktreten. Also es scheint da mehrere Gutachten gegeben zu haben über einen Vater, der sich, wenn ich es jetzt mal in der kurzen Zeit einschätzen darf, nichts zu Schulden hat kommen lassen, als nur Vater zu sein. Richtig. Wie kann es sein, dass so etwas geschieht? Also warum geschieht es und wie geht es dir damit? Also für mich ist es unerträglich, weil ich ja sehe, dass diese Behörde, die mit dem Kindesschutz beauftragt ist, die Ursache ist für diese Entfremdung, diese Gefährdung mit nachgewiesenen gesundheitlichen Schädigungen langfristig. Die sind die Für wen? Ursache und sie, Schäden Entschuldigung, für wen? Schäden also für mich ist es ein Trauma, es ist Liebeskummer, also herzzerreißend, schlicht und einfach. Also ich bin ein Mann, vielleicht glaubt man mir das gar nicht, dass ich Gefühle habe, aber doch, doch, das gibt es, das tut weh, also jeden Vater nehme ich mal an. Also andere machen es sich einfacher. Gehen nach Thailand, wandern aus, möchten damit gar nichts mehr zu tun haben. Andere machen sich psychisch krank oder werden psychisch krank und haben einen Burnout und bekommen nur noch Medikamente und können sich gar nicht mehr wehren. Wie lange geht es Aber jetzt für dich bei jetzt schon? Also, das sind jetzt 7 Jahre. 7 Jahre seid ihr getrennt. Ja, und seither, also für mich gibt es nichts Normaleres als beide Eltern, die sich um ein Kind kümmern. Und das Ja. Gesetz sollte das ja eigentlich auch widerspiegeln und die Okay, aber wie Behörden. war es bei dir? Hast du am Anfang
dein Sohn 50-50 bei dir gehabt? Nein. Nein, nein, also die Mutter war klar informiert. Sie ist selbst Scheidungskind, also auch da beim Kind existiert dann ein Trauma. Das wurde ihr so aufgeprägt, dieses Trauma, dass sie fremd betreut wurde, von ihren Großeltern zwar, okay, noch die Familie, also aber trotzdem. Du wolltest 50-50-Betreuung, also die Doppelresidenz, gleichberechtigte Elternschaft, Doppelwechselmodell, wie auch immer wir es nennen wollen, aber das ging ja von Anfang an nicht. Genau, die Gesetzeslage 2011 bei der Trennung sagte noch, dass die Mutter das alleinige Sorgerecht hat. Da gab es Doppelresidenz, diese Fachausdrücke gab es nicht. Also 2012 gab es dann den Entscheid Zaunecker gegen Deutschland und dann änderte sich auch in der Schweiz etwas, weil der Gerichtshof für Menschenrechte dem Herrn Zaunecker Recht gab und sagte, das sei Diskriminierung. Und dann musste auch die Schweiz ein bisschen mitziehen. 2014. Das war jetzt diese Entscheidung zu ledigen Vätern, die das Sorgerecht bekommen. Genau, wir waren nicht verheiratet. Ihr wart also nicht verheiratet. Okay, gut, das heißt, 2011 habt ihr euch getrennt, ihr wart nicht verheiratet, du wolltest deinen Sohn zu 50% bei dir haben, die Mutter war dagegen. Das heißt, welches Betreuungsverhältnis hattet ihr? Also sie hat das Kind einfach mitgenommen und hat es fremd betreuen lassen, also in der Kita, Kindertagesstätte. Okay, und du hast ihn wie oft gesehen? Kannte, die mich nicht kannten. Ich weiß nicht, wo er war. Ja. Also wie oft hast du deinen Sohn nicht gesehen? Ab und zu mal, wenn die Kindsmutter mal Lust hatte. Ach so, es war gar nicht klar. Du wusstest nicht, nein, beide Wochenende oder so. Ja, also das ist ganz klar. Die Kindsmutter konnte tun und lassen, was sie wollte. Okay, das ist ganz klar. Wenn sie gerade niemand anderen hatte, um aufs Kind aufzupassen, hat sie halt beim Vater angerufen und hat gesagt, kommst du und holst ihn. Genau. Ja, später hat sie genau das gemacht. Also sie hat dann schon ermöglicht, dass es mal bei mir übernachten durfte am Wochenende, weil sie ja auch ein bisschen Party machen wollte. Also okay, das hört sich ja nicht nach Gleichberechtigung an oder nach Respekt vor. Nein, nein, ich bin so die Zwischenlösung, so, also nicht Vater biologischer, also gefühlsverbunden mit meinem Sohn oder er mit mir. Also es ging da nicht um den Sohn, sondern um ihre Bedürfnisse mal es knallen zu lassen. Du warst die Notlösung, wenn sonst kein anderer auf euren Sohn hat aufpassen können. Ja, ja. Ja. Wie hast du dich dabei gefühlt oder fühlst du dich noch immer so? Ja, offensichtlich. Also es ist eigentlich, die Wut ist gewachsen, ganz klar. Also weil es weiß jeder, oder, der sich damit auseinandersetzt, also es sollten Universitäten wissen, Schulen, Pädagogen, insbesondere die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sollten es wissen, dass das ein Problem ist, oder? Also man hat ja auch die Gesetze angepasst, also man weiß, dass ein Vater auch wichtig ist für das Kind. Also historisch haben wir eine ganz andere Lage als vor 100 Jahren, als die Frauen für andere Sachen zuständig waren und die Väter für andere Sachen. Also wir leben noch quasi in den Köpfen dieser Behörden, leben wir noch vor 100 Jahren, also in ihrer Fiktion. Ich sage es denen auch ganz klar, es ist eine Fiktion, die ihr da umsetzen wollt, ihr lebt in dieser Fiktion, in dieser Blase. Was macht es mit deinem Sohn? Merkst du da, was es mit ihm gemacht hat? Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Also man bringt ihm ja bei, dass er nichts sagen darf, sonst wird er gleich bestraft eben. Also er bekommt ja aktuell immer noch Medikamente gegen ein ADHS. Also wie gesagt, das ist pure Folter. Also er darf sich nicht so verhalten, wie er geschaffen wurde. Er ist einfach immer falsch. Alles, was er macht, ist falsch. Er ist krank, er ist hyperaktiv, er braucht Medikamente, er muss mit einem Schlauch in der Nase herumlaufen, wird da stigmatisiert, ist die Attraktion auf dem Pausenhof.
wird ständig zu Ärzten geschickt. Das hat er nicht gerne. Ist alles protokolliert, dass er es ihn aufregt, oder? Und wenn er sich aufregt darüber, dann ist er krank und dann, wie gesagt, also diese Amphetamine, die er bekommt, die haben ganz schlimme Nebenwirkungen. Also genau diese Symptome, die eigentlich bekämpft werden sollten, werden verursacht durch diese Medikamente. Also wie gesagt, er wird behandelt wie ein Tier, wie ein Ding. Es gibt ja Untersuchungen in den USA, dass ADHS stark damit zusammenhängt, dass ein Vater nicht anwesend ist oder nicht anwesend sein kann. Und es scheint ja, als wäre dein Sohn genauso davon betroffen. Richtig, also die Symptome von der Entfremdung, von diesem Loyalitätskonflikt sind die gleichen wie das ADHS. Also das Spital stellt das fest bei meinem Sohn, dass man die Medikamente mal auslassen sollte. Hat man aber auch nicht gemacht, wie gesagt. Also mein Sohn soll einfach krank sein. Man soll ja nicht feststellen, dass diese Entfremdung von mir ihn eben rebellisch macht. Er kann und will das nicht verstehen. Und eben die Mutter ist enttäuscht, dass er mich lieb hat und dass er traurig ist und er nicht zu viel erzählen will. Also er kann ja nicht den ganzen Tag im Detail erzählen. Und das macht sie traurig, das enttäuscht sie und dann, wie gesagt, dann gibt sie dem Lauf, dass er eben krank ist und dass er Medikamente braucht. Und das hat die Behörde und ihr Anwalt so eingefädelt, eben um Geld zu machen. Und eben, weil ich selbstverständlich dagegen bin, dann einen Elternkonflikt hervorzuzaubern, wo man dann sagen kann, ja, jetzt müssen wir dem Vater wieder das Sorgerecht abnehmen, weil er ja offensichtlich sein Kind gefährdet. Er will ja verhindern, dass er Medikamente bekommt, die er braucht. Okay. Oder? Es wird wieder gegen dich verwendet. Und ja, wegen den Symptomen, die man selbst da erschaffen hat. Genau. Also die haben sie erschaffen und behandeln jetzt die Symptome. Halt, ich denke, dass da die Menschen, die es machen, in bester Absicht handeln. Also ich glaube, sie sehen nicht, was sie da machen und sie sehen nicht die Seite, die du siehst. Schwierige Situation. Das ist zu hoffnungsvoll. Also das ist echt böswillig. Das ist sadistisch. Das ist krank. Das weiß man in der Schweiz. Also die Akten bis 1981 werden aktuell noch aufgearbeitet. Also das ist eine Tradition von 100 Jahren, die man da gepflegt hat. Man hat die Kinder nachweislich entführt, zu Pädophilen geschickt, zu Bauern, zu Medizinexperimenten in Kliniken. Das ist alles historisch belegt. Mhm. Bis 1981. Da scheint es ja noch auch eine, ich sage mal, grausame Denkweise zu geben, die eben nicht empathisch ist und dann halt auch den Vater nicht mit in der Verantwortung der Familie sieht. Ich möchte dich noch was anderes fragen, und zwar dein Sohn wird ja auch mal Mann und wird dann, wenn er es will und ihm auch das Glück beschieden ist, Vater werden. Was dann? Also war es in 20 Jahren, 30 Jahren, wenn er in deiner Situation ist, was ist dann? Das ist sehr schwierig, wie gesagt. Also es ist die totale Willkür. Die Behörden haben eine Allmacht. Also sie können, wie gesagt, ihn total ausschalten. Also das ist es ist möglich, dass da der totale Nihilismus auf ihn losgelassen wird. Also dass man ihn zerstört, psychisch wie physisch. Also ihn durch diese Medikamenten, also Drogen, Überdosis einen langfristigen Hirnschaden zufügt und er für immer einen Vormund haben muss. Die Leute, die einen Vormund haben, die dürfen sich nicht fortpflanzen. Also die müssen Antikonzeptiva, also diese, ja, die Pille nehmen oder eben Vorkehrungen treffen, damit sie nicht schwanger werden. Das ist jetzt wie in einem schlechten Science-Fiction-Film. Also
wenn ich es mal Revue passieren lassen darf, dein Sohn ist bei einer Mutter, die ihn für sich behalten will. Die Behörden achten nicht auf die Gesetze, sondern schützen die Mutter, grenzen den Vater aus. Der Vater weist darauf hin, was mit dem Sohn gemacht wird. Der Sohn wird diagnostiziert mit ADHS, wo du sagst, es sind die gleichen Symptome bei ADHS wie bei einer Entfremdung eines Kindes. Ja, also im Grunde die psychischen Symptome bei Entfremdung. Jetzt bekommt er Medikamente, wird damit ruhig gestellt, ja, damit er nicht rebelliert. An das, was du jetzt gesagt hast, das will ich mir gar nicht vorstellen, ja, wenn er einen Vormund kriegt und sich nicht fortpflanzen darf und so weiter. Moment, die Schweiz ist eine Demokratie, ein Rechtsstaat. Da gelten Gesetze. Es darf niemand, egal wie klein er ist, ja, also auch Kinder sind kleine Menschen, sie haben auch Menschenrechte. Sie dürfen nicht medikamentös so behandelt werden, dass es Auswirkungen auf ihre Zukunft hat, vor allem wenn eine Diagnose vielleicht falsch ist. Also was ist da los in der Schweiz? Ja, genau. Also nee, keine Demokratie, kein Rechtsstaat. In dieser Sache nicht. Da geht es um... Hast du, bevor das alles passiert ist, hast du da auch so gedacht? Nein. Nein, nein. Also da sind mir wirklich die Augen aufgegangen, als ich das also gemerkt habe. Bevor ihr euch getrennt habt und du gemerkt hast, na, ich bin als Vater nur noch die Notlösung, was hast du da über die Schweiz gedacht, über das Rechtssystem, über die Politik? Genau, ich dachte, da wären faire Leute, intelligente, vernünftige, weise Richter. Und wenn ich da jetzt einen beanspruche oder ich zur Behörde renne und sage, ich brauche jetzt eure Hilfe, dann wird die geleistet, weil ich ja meine Steuern bezahle. Also ich bezahle und dieser Staat da funktioniert und ist fair und gerecht und alles sauber. Und dann merke ich eben, wenn ich da mal hingehe und sage, ja, ich finde das ein bisschen unfair, könnt ihr mir sagen, ja, wie mache ich das jetzt? Und dann sagen sie, ja, sie haben ja gar keine Rechte. Gehen sie wieder nach Hause. Und dann schreibe ich einen Brief und die beantworten das nicht. Und ich finde da irgendwie heraus, dass ich mich beschweren muss. Und die stellen fest, ja, tatsächlich, das rechtliche Gehör wurde da verletzt, es wurde nichts gemacht, also gerichtlich festgestellt und ich sage, ja, das geht doch nicht. Und niemand macht was, weder die Polizei, noch die Staatsanwaltschaft, noch andere Behörden, noch Politiker, noch das Volk. Niemand hat da irgendwas zu sagen. Man kann das schlicht und einfach nicht ändern. Kann man es auf den Punkt bringen und sagen, sobald es um ein Kind geht, gelten Gesetze nicht mehr, werden Menschen irrational? Man stellt ein Kind auf die Welt und dann ist man erpressbar. So ist das. Die nehmen das Kind, verpfänden es irgendwie, es wird dann gebraucht, da wird ein bisschen Geld draus gemacht. Wie es dem Kind geht, ist eigentlich egal. Der Vater, wenn er noch irgendwie bezahlen kann, also strategisch ist es vorteilhafter, wenn der Vater gar nichts mehr zu melden hat, also die ganze Kreditwürdigkeit zerstört wird. Also strategisch für den Vater. Strategisch für die Behörde, also für diese Kindsentführer, die Menschenhandel betreiben und Sklaverei und Missbrauch und Folter, für die ist es ganz wichtig. Vorwürfe. Also das ganz klar, ist fest, ganz klar. Okay, ich glaube, da müssen wir dann noch ein anderes Interview machen zu dem Aspekt, weil ja. Das sind harte Vorwürfe. Möchtest du solche harte Worte nicht hören? Ja gut, die muss man schon dann belegen können, ja, dass eine Fest oder auch das Jugendamt in Deutschland Kinderhandel betreibt. Das habe ich schon öfter gelesen in Facebook-Gruppen. Da müssten wir tiefer einsteigen, damit wir auch wirklich sehen können, ob es so ist oder nicht. Ja, ich meine, man kann vielleicht... Ich hätte noch eine Frage zu dir und deinem Sohn. Wie oft warst du denn schon vor Gericht? Was hast du denn schon alles versucht? Also vor Gericht, da war eine Schlichtungsverhandlung 2011 oder 2012. Da war ich tatsächlich physisch vor Gericht. Aber
seither, das läuft ja alles nur noch mit Schreiben. Also ich muss sagen, ein Viertel meines Zimmers ist mit Gerichtsakten zugekleistert. Also wie gesagt, da stapeln sich Blätter. Also ich kann gar nicht mehr sagen, wie oft ich da versucht habe, eine Beschwerde einzureichen. Also ich habe sämtliche Instanzen im Lande durchlaufen und mich an Behörden gewendet und an Journalisten und alles Mögliche und bin jetzt zum zweiten Mal beim Gerichtshof für Menschenrechte. Jetzt hört man mir da ein bisschen mehr zu. Also ich habe noch die Hoffnung, dass dort vernünftigere Menschen tätig sind beim Gerichtshof für Menschenrechte. Aber ich kann das gar nicht mehr zählen. Also das sind Kosten angelaufen. Also ich habe Schulden so um bald 1 Million Franken, Gerichtskosten hauptsächlich. Ich kann meine Steuern ja auch nicht mehr bezahlen. Ich habe Schulden bei Firmen, aber hauptsächlich sind es Gerichtskosten. Und natürlich mein Sohn mit 8 Jahren betreibt mich. Also ich schulde meinem Sohn Geld angeblich. Also das ist ja auch eine Verwendung meines Sohnes, um da Gerichtskosten zu ermöglichen. Also wie gesagt, das ist Knechtschaft. Ohne sein Zutun, ohne sein Wollen zu berücksichtigen, wird er von erwachsenen Leuten in Behörden verwendet, um da bürokratischen Aufwand zu betreiben. Das ist eine Knechtschaft. Also damit angefangen, dass du Vater bist, der sich von der Mutter seines Kindes getrennt hat und der nichts anderes wollte, als seinen Sohn genauso oft zu sehen, wie es die Mutter tut, damit der Sohn beide Kinder hat. Und jetzt hast du bald 1 Million Schweizer Franken an Schulden. Ja. Dir geht es wahrscheinlich psychisch sehr schlecht. Das ist ja eine sehr belastende Situation. Ja. Was würdest du jemandem raten in der Schweiz, der sich überlegt, Vater zu werden? Ja, einen Vertrag einzugehen schon vorher. Es ist völlig unromantisch. Aber von Anfang an dann vom Worst-Case-Szenario auszugehen und einen Vertrag abzuschließen, der solches dann verhindert. Also die Behörden können machen, was sie wollen. Ein Vertrag zum Umgang mit dem Kind, welches man dann gemeinsam auch hat? Alles im Detail über Finanzen, dann okay. Betreuung. Und denkst du, so ein Vertrag hat einen Bestand, falls die Mutter doch nicht will? Ja, wie gesagt, Alter, das ist jetzt Quatsch, was ich gesagt habe. Natürlich, weil ich habe ja weiß jetzt, dass rechtsstaatlich da nichts verhält da. Also da hält nichts. Also da brechen alle Dämme. Man ist erpressbar. Die Behörde kann irgendwas behaupten und das Kind holen kommen. Wie gesagt, man kann sich tatsächlich in der Gesellschaft nicht mehr wehren gegen ein solches Zeugs. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man sich doch organisieren kann, dass man diese Behörde irgendwie beaufsichtigen kann, kontrollieren kann, dass es viel schneller und effektiver gehen kann, dass man die ausbremsen kann. Das ist unbedingt nötig. Okay, gut, Gabriel, das ist ein gutes Schlusswort von dir. Vielen Dank, dass du zur Verfügung gestanden bist, um uns Einblick zu geben in deine Situation. Sehr gerne, danke dir. Und, ich kann mit dir mitfühlen. Ich bin ja selbst Vater und habe in Deutschland Ähnliches erlebt. Bin auch noch nicht auf dieser extremen Ebene, aber es gibt genug andere Väter, denen es in Deutschland und auch in der Schweiz, da kenne ich auch genügend andere, genauso geht. In diesem Sinne hoffe ich trotzdem, es wird besser für dich und vor allem für deinen 8-jährigen Sohn, der ja dich liebt, immer noch bei dir sein möchte, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich hoffe, es bleibt auch immer so. Okay, danke dir. Okay, schönen Tag.